Salzburgern, die damit wohl die Meisterschaft gewinnen. Für ein Tänzchen mit dem Präsidenten ist Weber noch nicht bereit. 1965 wird der LASK als erste Nicht-Wiener Mannschaft Meister und Cupsieger. Im Finale besiegen die Linzer den SC Wiener Neustadt auswärts dank eines Chico-Treffers mit 1:0. Beim Rückspiel in Linz reicht ein 1:1 zum Doublegewinn für Kögelberger und Co. Der Rekordcup-Sieger kommt aus der Bundeshauptstadt. 22 Mal trägt sich Austria Wien in die Siegerliste des österreichischen Pokals ein, 15 Mal davon seit 1949. Der letzte Cup-Erfolg datiert aus dem Jahr 1994. Zweitdivisionär FC Linz wird mit 4:0 besiegt. Dieser Titel ist bislang der letzte Erfolg von Austria Wien im österreichischen Fußball. Denkwürdig das Endspiel 86. Im Hanapi-Stadion besiegt Austria Rapid mit 6:4. Nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit bringt Polster die Austria in Führung. Nur 2 Minuten später der Ausgleich durch Reinhard Kienast. Diernich und später Steinkugler machen dann alles klar. 6:4 für die Austria. Das trefferreichste Finale in der Cup-Geschichte. Nur 2 Zweitdivisionäre tragen sich nach 1949 in die Siegerliste ein. 1988 setzt sich der Kremser SC gegen den FC Tirol durch. Nach einem 2:0 in Krems erzielt Wolf in Innsbruck den wichtigen Auswärtstreffer. Krems verliert 1:3, ist aber dank der Auswärtstorregel Cupsieger. Das Waterloo von Hans Krankler als Rapid-Trainer ist das Finale 1991. Zweitligist Stockerau besiegt den Favoriten mit 2:1. Der Siegestreffer durch Bospicil knapp nach Seitenwechsel. Sturm Graz hatte im Vorjahrsendspiel gegen Admira Wacker keine Probleme. Einmal Milanic und zweimal Wettel sind Sturmstorschützen beim 3:1 Erfolg. Der erste Titel für die Grazer. Warnung für Sturm. Seit 12 Jahren hat kein Club mehr den Cupsieg verteidigen können. Geht's also nach dem Gesetz der Serie, müsste heute eigentlich die Wiener dieses Endspiel gewinnen. Zu gewinnen gibt es aber auch etwas für Sie zu Hause, meine sehr verehrten Damen und Herren. Augenblicken los, Kommentator ist Hans Huber. Bastic für Sturm. Bastic hat ja bei der Wiener gespielt und hat seine Karriere in Österreich bei der Wiener begonnen. Die nächsten Stationen waren dann St. Pölten, Admira Wacker, Duisburg, ehe er dann schließlich wieder bei Sturm landete. Südländische Begeisterung von den Sturmanhängern, wir haben es gesehen. Und das ist Helmut Senekovic, mittlerweile 64 Jahre alt geworden. Einer der Großen im österreichischen Fußball. Er war der Betreuer der österreichischen Mannschaft 78 in Argentinien bei den großen Erfolgen. Und auf der anderen Seite ein Fußballweiser, nämlich Ivica Osim. Einer der ganz Großen des internationalen Fußballgeschäfts, als Spieler und auch als Trainer. Spiel hat noch nicht begonnen, da üben noch die Grazer ein bisschen. Allmählich werden die Feuer verlöschen und dann geht's hier los. Mit dem 63. österreichischen Cupfinale um den Magnofit-Cup. Die Wiener, das sollte man sicherlich nicht unberücksichtigt lassen, hat bereits 3 Erstdivisionäre geschlagen auf dem Weg ins Finale. Und zwar die Austria, dann den GAK. Der Elfmeterkiller, jetzt könnte er sich noch einmal auszeichnen. Bastic,
Aber der Routinier macht das eiskalt. War eine schwierige Entscheidung. War nicht leicht für Schiedsrichter Trabeck. Blitzenetz hat ein bisschen gehalten, hat ein bisschen geschoben. Reinmeier ist zu Boden gegangen und Vastic hat den Elfmeter verwandt. Torschütze, die Nummer 9, Ivica Vastic. 1:0 also für Buntigamer Sturm und jetzt natürlich wird die Lage für Honda Havel-Kavirna noch bedeutend schwieriger. Ein bisschen geschoben hat er, war schon hinter seinem Gegenspieler, hat ihn behindert, aber der Elfmeter war sicherlich eine sehr harte Entscheidung. Vor Blitzenetz. Lang. Gut Lederer. Gegen Salzburg hat er beim Ausgleich besser getroffen. Aber die Vienna beginnt jetzt doch einige Akzente in diesem Spiel zu setzen. Schnell abgespielt. Reinmeier. Heber. Raffiniert gemacht, aber nicht gut genug von Hannes Reinmeier. Hat er seine ganze Technik ausgespielt und versucht, den Ball aufs Kreuzeck zu schlenzen. Sehr schönes Solo. Lange gewartet, den Ball auf den rechten Fuß platziert und dann daneben geschossen. Hannes Reinmeier, er hat ja auch einmal bei der Vienna gespielt. Guter Schuss, sehr gut pariert von Sidorczuk. Hans Lonetzko, der Kapitän, hat sich da in Erinnerung gerufen, auch für einige Vereine in der ersten Division. Tove. Blitzenetz holt diesen Freistoß heraus. Kurze Umarmung war das und wir sehen hier noch einmal diesen Gewaltschuss von Slonetsko. Sidorczuk glänzend reagiert. Radovic. Slonetsko wieder. Strasser. Foul an Vastic, und zwar von Christoph Jank, auch wenn er da das Unschuldslamm spielt. Da ist der Vastic von hinten in die Beine gefahren.
Pillerabschied des SC Niederösterreich aus der Südstadt. Der FC Tirol kämpft um Platz 3.